Pudding mit Jasmina. Heute sind wir in Südmontenegro am großen Strand von Ulcin. Alex hat mich zum Bau der neuen Kite-Station Kiteboarding Club Laguna eingeladen, die unter seiner Leitung sein wird. Hallo Alex. Hallo Jasmina. Hi. Was kannst du uns zu der neuen Station hier erzählen? Ja, also man kann natürlich noch nicht viel erkennen. Wir sind gerade am zweiten Tag der Bauphase, haben noch 20 Tage vor uns und von daher ist noch nicht viel zu sehen. Aber was wir hier vorhaben, ist eine sehr, sehr schöne Station zu bauen, also mit allem drum und dran, was ein Kiter braucht. In Zusammenarbeit mit dem Hotel Laguna, was hier auch ein paar Kilometer entfernt ist, 5 Minuten zu fahren. Auch ein wunderschönes Hotel mit 4-Sterne-Qualität. Und eben in derselben Qualität wollten wir jetzt oder möchten wir die Station bauen. Und ja, wir sind auf dem Weg und ich denke mal, ist soweit alles. Sprich, Eröffnung plant ihr so ungefähr Anfang August? Ja, wir haben jetzt noch 20 Tage ungefähr Bauzeit. Das heißt, es wird fertig sein, sagen wir mal Ende Juli. Hm, ja, super. Also Anfang August eben die Eröffnung. Mhm. Und so ist der Plan. Ja, was ist denn euer Zielpublikum hier auf der Kite-Station? Ja, also natürlich ist generell die Station für jedermann geöffnet, gar kein Problem. Aber es ist natürlich so, mit den verschiedenen Reiseveranstaltern, mit denen wir arbeiten, die hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum kommen, werden natürlich überwiegend Kunden kommen aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Das wird eben das Hauptzielpublikum sein. Aber wir haben zum Beispiel auch französische Kunden, da wir in Zusammenarbeit mit einer französischen Kite-Marke hier arbeiten, die hier auch getestet werden können dann am Center. Also ja, im Prinzip für alle offen, aber es wird natürlich sehr viel deutschsprachiges Publikum hier sein. Und für Unterkunft ist dann gesorgt im Hotel Laguna, mit dem ihr zusammenarbeitet? Genau, Hotel Laguna, 4-Sterne-Hotel, sagte ich. Wunderschön, genau passend vom ganzen Ambiente zu den Kitern eben, ja, von dem her, was sie wollen. Und die Station wird im selben Stil dann sein. Also ich denke, das wird ganz cool. Pläne, Bilder habe ich ja schon gesehen. Sieht ja super aus. Ja, totale Chill-Out-Area mit ja, Bar, mit Mittagessen alles, und alles da. Terrasse zum Chillen. Ja. Phänomenal. Sieht ja echt klasse aus. Ja, ja. Schauen wir mal. Ja. Was kannst du uns hier zu den Kite-Bedingungen an diesem Strand hier, an dem neuen Kiteboarding-Club Laguna erzählen? Ja, das ist eine gute Frage, denn das ist ja das Hauptthema eigentlich, was uns beschäftigt als Kiter. Und der Spot ist also von den Windbedingungen relativ faszinierend, weil es eben Thermikwind ist, der hier stattfindet, jeden Mittag normal, wenn wir schönes Wetter mit Sonne haben. Und das Besondere ist, wir haben hier eine Side-Onshore-Thermik. Also ich sag mal aus 100, 110 Grad kommt hier der Wind ungefähr. Also man kann direkt 90 Grad rausfahren, hat Stehrevier 120, 150 Meter. Also ja, für Anfänger und Fortgeschrittene, für beides gleich gut. Perfekt, perfekt. Also wie gesagt, der Thermikwind, das ist überhaupt das Besondere hier. Mhm. Denn der entsteht hinten, man sieht das vielleicht im Hintergrund, der entsteht hinten in den albanischen Alpen. Oder obere albanische Alpen, so nennen die sich. Und man sieht das anhand der Cumuluswolken, wie extrem stark dort die Luft hochgezogen wird. Das ist ein guter Indikator für eben Thermikbedingungen. Mhm. Ja. Und die Thermik geht also jetzt momentan gerade los. Wir hatten eben 6-7 Knoten und die geht dann relativ schnell hoch bis auf teilweise 20-25 Knoten. Das ist also keine Seltenheit. Also Kitegrößen zwischen 10 und 12 eigentlich üblich hier. Und Saison ist von wann bis wann? Was kann man da so sagen ungefähr? Ja, also normal ist hier die Saison von Mai bis Mitte September. Ja. Ich würde aber sagen, wenn man den Faktor Hydrofoilen jetzt dazu nimmt, was ja ein Trend ist, was eben bei noch weniger Wind funktioniert, kann man also auch schon im April super Tage haben, im Mai top. Und September funktioniert auch noch gut. Ja. Oktober hat man auch noch mal Windtage. Aber ich sag mal, wenn man wirklich ganz safe sicher sein will, dass eben man oft kiten kann in der Woche, wenn man hier ist, dann ja, Mai bis Mitte September.
Jetzt ist das ja nun mal hier ein echt großer Sandstrand mit ganz viel Platz. Ja. Haben wir hier mit ganz vielen Badegästen auch zu rechnen oder ist das jetzt ein reiner Kite-Strand? Das ist ein reiner Kite-Strand. Das ist ja das Gute hier dran. Ja, also das ist für normalen Badetourismus nicht freigegeben. Die Strände sind also direkt für das Kitesurfen vergeben. Und denn Badetourismus mit Kitesurfen verträgt sich nicht. Ja. Und wir haben hier eine Riesenfläche. Das Meer sowieso, die ganze Adria, also es ist hervorragend. Ja, das hört sich super an, oder? Ich glaube, hier werden wir sehr viel Spaß haben. So viel zu Kiteboarding Club Laguna hier in Ulzin. Jetzt muss ich ganz schnell selber aufs Wasser, das alles hier testen. Es hat Wind. Ja, wir sehen uns bald. Ciao. Ciao.